So, und jetzt freue ich mich schon auf meinen heutigen Stargast. Er ist ja eigentlich ein Kollege, nicht? Viele Jahre lang war er ja Anchorman bei der Zeit im Bild. Ab 2007 war er ja in der Zeit im Bild zu sehen, 1930 an der Seite von Hannelore Veit. Und jetzt sehen Sie eine Zeit im Bild, die so nie auf Sendung gegangen ist, ja? Zeit im Bild mit Gerald Groß. Guten Abend, herzlich willkommen bei der Zeit im Bild, bei der Zeit im Bild 2. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich habe nach den Gesetzen vorzugehen, egal ob mich Rehlein-Augen aus dem Fernseher anstarren oder nicht. Wer wollte da widersprechen? Nun weitere Meldungen vom Tag. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Es gab in den vergangenen Jahren deutlich mehr schlechte Nachrichten als gute. Das haben nun amerikanische Studien bewiesen. Eine Aufregung der anderen Art. Wer die Lachnummer des Jahres 2010 wird, das scheint schon im Jänner geklärt zu sein. Klingt nach Science Fiction. Wir beginnen schon einmal die Daumen zu halten. Das Wetter. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Wir dürfen uns von Ihnen verabschieden. Von uns war es das. Im Namen des Teams noch einen informativen Abend. Auf Wiedersehen. Da sind wir durch die Zeiten gesprungen mit dem Gerald. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, grüß dich. Danke für die Einladung. War aber lustig zusammengeschnitten, ja, gell? Ja, haben sich die Kollegen bemüht. Ja, Wahnsinn, muss viel Arbeit gewesen sein. Man sieht ja vor allem auch, wie sich Menschen verändern. Ja, und wie, ja, man, wie positiv ja, und so. Ne? Und, ja, auch. Und wie schmal ich auch schon einmal war. Ach, bist 10 du Kilo doch weniger. 10 Kilo? Ja, ja. Mhm. Ehrlich? War das die gute ORF-Kantine? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass ich weniger Sport mache in der Zwischenzeit. Eieiei, ja, das merkt man halt dann. Du sag mal, wenn du so Bilder siehst, bist du ein bisschen wehmütig auch? Auch. Also ich war überhaupt in den letzten 14 Tagen sehr wehmütig, weil man natürlich ganz einfach anders durch das Haus geht, wenn man weiß, der letzte Tag nähert sich definitiv und die letzte Sendung kommt und man sieht dann die Kollegen mit ganz anderen Augen und weiß, man sieht die in Zukunft nicht mehr so oft und weiß, man wird sie vermissen. Und man merkt plötzlich, wie viele Leute man schon kennt. Wenn man mehr als 20 Jahre in einem Unternehmen ist, dann hat man einfach auch schon ein großes Netzwerk und eine lange Geschichte. Und da sind auch viele Freundschaften entstanden natürlich in dieser Zeit. Und man weiß ja, wie das so ist. Es wird dann nicht mehr so, wie es einmal war, nicht? Man nimmt sich dann zwar vor, man sieht sich regelmäßig das und stimmt geht Kaffee trinken, ja, und Mittagessen oder sonst irgendwas. Aber es wird natürlich definitiv weniger und das tut mir jetzt schon leid. Das muss ich dabei pflichten. Ich habe mir das auch immer gedacht, ich habe mit Wolfram Birchner so lange moderiert und dann sieht man sich eigentlich gar nicht mehr genau, so. Ja? Genau. Ich hoffe, mit der Hannelore und dir wird es nicht so. Also nicht wir haben so es zumindest vorgenommen. Kannst du dich eigentlich noch an die erste Zeit im Bild erinnern, an die erste Moderation erinnern? Die erste Moderation war ja schon am Beginn der 90er Jahre im Landesstudio Burgenland, wo ich begonnen habe und wo ich sehr früh, bin ich fast dankbar, dass da jetzt die Bilder von dort nicht gekommen sind. Sondern noch suchen. Nein, bitte nicht mit knallrotem Leinensacko. Ich habe offensichtlich im Sommer begonnen zu moderieren. Es war damals wahnsinnig modern. Ja. Und wenn man das heute sieht, es ist unglaublich eigentlich. An diese Sendung kann ich mich erinnern, vor allem natürlich an die Zeit danach. Ich war dermaßen aufgeregt, dass ich beim Nachhausefahren vergessen habe, rechtzeitig, ich bin ein kurzes Stück, musste ich auf der Autobahn fahren, rechtzeitig von der Autobahn abzufahren und mich wiedergefunden habe in einer Gegend, wo ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe, als ich wieder sozusagen aus diesem Adrenalin Schock irgendwie aufgewacht bin. Es war wahrscheinlich fahrlässig, eigentlich mich überhaupt in ein Auto zu setzen. So aufgeregt war ich damals. Die erste Zeit im Bild 1 war 2004. Das war nach dem überraschenden Abgang des Josef Brockal, der ja damals einen Tag nach der Einführung eines neuen Sendungsdesigns sich entschlossen hat, in die Politik zu gehen. Und das war dann doch sehr kurzfristig. Und ich kann mich noch erinnern, als mich um die Mittagszeit der damalige Chefredakteur Werner Mück am Handy angerufen hat. Ich war gerade im Supermarkt, so zwischen Mineralwasser und Katzenfutter. Und er hat gesagt, können Sie sich vorstellen, die Zeit im Bild zu moderieren? Und dann hat er gesagt, naja, wie lange habe ich Bedenkzeit? Und dann hat er gesagt, na, nicht sehr lange in der Sitzung. Und die war um 14.30 Uhr, also so knapp 2 Stunden später möchte ich das dann schon verkünden. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Aber natürlich kann man so ein Angebot ja nicht wirklich ausschlagen. Vor allem kurz vor der Kasse sind noch die Süßigkeiten, da kann man sich stärken. vielleicht stärken solltest du dich jetzt auch noch, weil denn wir haben in den Archiven gekramt, es gab, man glaubt es kaum, auch einige Hopperlas. Schauen wir uns das einmal Gott, an. Ja. Und das stellt die Kobra. Ha, 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 ha.
Lass uns bitte Alarm machen. Das ist gut. Ja, ja. Ist aber nie auf Sendung gegangen. Das war die Aufzeichnung der Promotion, der sogenannten Bundesländer-Promotion. Also diese Promotion, die vor unserer Sendung läuft und die wird ja, muss kurz vorher aufgezeichnet werden, weil sie dann in die Bundesländer verschickt wird. Und das war also unser tägliches, fast ein Ritual schon irgendwie, der tägliche Lachkrampf, den wir da hatten. Man muss aber auch dazu sagen, die Ingrid Thurnherr, die ich wirklich auch sehr, sehr schätzen und lieben gelernt habe in dieser Zeit, ist eine unglaubliche Lachwurzel. Ja. Und das war also nicht besonders anstrengend, sie da jedes Mal wieder so weit. Wir haben dann wirklich uns, je mehr wir uns bemühten natürlich, desto stärker wurde dieser Drang auch zu lachen. Klarerweise. Ist klar. Das ist wie in der Schule. Aber die letzte Zeit im Bild, siehst du, das habe ich Lachtränen, herrlich, besser als traurige Tränen. Der letzte Tag ist ja doch gekommen, die Verabschiedung sozusagen. Es war, mich hat schon ein bisschen druckt, ich habe es gesehen, aber du warst sehr klar, sehr fast ein bisschen nüchtern. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, dann noch ich habe mich wahnsinnig schnell, natürlich ein großes Danke an alle Kolleginnen und Kollegen für die jahrelange, eigentlich muss man sagen, jahrzehntelange gute Zusammenarbeit und Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich werde derzeit im Bild treu bleiben als Zuschauer. Ich bin sicher, Sie tun das auch. Auf Wiedersehen und alles Gute. Tja, also, ja. Ja, ich habe mich auch lange auf diesen Moment vorbereitet. Das muss so sein, war natürlich, ich hatte ja noch die Dani Spera vor Augen und in den Ohren mit ihrer Stimme, die ja versagt ist. Sie hatte ja das Pech, dass sie tatsächlich auch verkühlt war in dieser Woche. Und dann natürlich ein bisschen spielen da die Nerven dann halt auch mit. Und also ich hab gewusst, das darf mir nicht passieren und das wird mir nicht passieren. Du startest in eine neue Karriere, für die wir dir sehr viel Gutes wünschen, Mediencoach. Ja. Und wir werden sicherlich noch sehr viel von dir hören. Sehr gut gecoacht, Leute, dann interviewen können. Ja, viele Kollegen sagen schon jetzt, bitte nicht zu viel coachen, das Leben ist schon schwer genug für uns Journalisten. Also wir werden uns bemühen. Gerald, alles, alles Liebe. Schön, dass du noch zu uns gekommen bist. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in Zukunft. Das hat mich wirklich gefreut. Dankeschön. Und dir von Herzen alles Gute und ich glaube, alle hier wünschen dir das auch. Danke vielmals. Dankeschön.